sehr starken und intensiven Kontakt halte. Es gibt aber auch Leute, da müsste ich jetzt überlegen, wie der Nachname ist. Also das hat aber nichts damit zu tun, dass ich die, also ich kenne die nicht so richtig, aber ich kenne sie schon irgendwie, weil sie sind ja auch irgendwie Mitbewohner von mir. Aber natürlich sind da ein paar Leute für mich anonymer als andere. Wie lange willst du noch in der WG wohnen? Reicht es irgendwann auch mal, dass du sagst, so jetzt aber hier meine eigenen Quadratmeter?